Ah, guten Abend, Sie sind die Musik. Da bin ich jetzt auch nicht zuständig für. Bauen Sie sich halt mal auf, da in der Ecke hinter der Tür. Ah, die Musik, aber so können Sie da nicht stehen bleiben. Da soll doch das Buffet hin. Ihr Platz ist da hinten, wo die übereinander gestapelten Stühle stehen. Es gibt so Leute, wie krank muss man sein als Unternehmer, wenn man seine eigenen Mitarbeiter ausspioniert? Bis aufs Klo. Ist so passiert. Bei einem deutschen Supermarkt. Ja? Die Verantwortlichen reden sich natürlich raus. Die sagen dann, wie, was? Bei uns werden Mitarbeiter bespitzelt? Aufs Klo? Nee, davon weiß ich nichts. Da muss ich mir erstmal die Bänder angucken. Wir wollen alles wissen, welcher Mitarbeiter pafft, wer keine Unterwäsche trägt und wer Pfand zur Seite schafft, wer nach Ladenschluss klammheimlich auf dem Kassenlaufband joggt. Was kümmert schon der Datenschutz, solange der Chef frohlockt? Spari, Aldi, Lidl, Lade, Ede, Kaisers, Normatom, Globo, Spari, Aldi, Lidl, Lade, bom, bom, bom. Tut die auch schon was für die Gesundheitsauge jetzt? Kommt ja immer so ein Alter, so, ne, wo man dann denkt, jetzt muss ich mal was für die Gesundheit tun. Eigentlich ist es dann schon zu spät, aber da fängt man an zu laufen, zu joggen. Laufen und Joggen geht auf die Kniegelenke und die Fußgelenke. Nordic Walking zusätzlich auf die Handgelenke. Man muss nicht in frühen Jahren freiwillig am Stock gehen. Schon eine Stimme. Fett. Öffne ich den Küchenschrank. Schätz mir entgegen, das macht krank. Ich mache heute überall das Böse. Und ist dabei verlockend schön. Wasserrolle und Fritteuse. Gott, will ich mich an euch vergehen. Ich hab Hunger und Durst. Ich will Cola und Wurst. Ich hau rein für 10 Mann. Lasst mich mal ran, da lässt euch in Arten mit allem da drauf. Ich hab Bock auf Exzess. Bevor die guckt, wie ich fress. Will ich alles verschlingen, all die leckeren Dinge nur füllen noch mal auf. Bitte, sei doch endlich still, halt doch den Mund, du noch mal an. Muss immer, immer, immer lauter sein. Was ist denn los, wenn man Schulter an? Was wär das schön, mal mit dir allein an einem Hafen sein. Um deinen Hals ein Stein, mein Blut rein, werf ich dich rein. Was wär das fein? Schwerer Stein, du merkst schon, zieh dich in den Tiefen rein. Da hilft kein Fliegen mehr. Doch wenn du jemand ist, dann nehm ich meine Wehr und schieß dich tot, dann bist du still. Ha! Was wir uns schon alles für Ausreden anhören mussten, zum Beispiel, da tat sich dieses Erdloch auf und dann kam noch diese Flutwelle und dann war mein Auto weg und dann wusste ich nicht mehr, wo ich hin muss und ich konnte auch nicht auf Google schauen. War es Akash oder Akash oder auch egal, wie kann nur so einen dämlichen Namen ausdenken. Und zu allem Überfluss rief dann noch meine Mutter an und meinte, Onkel Hugo hätte morgen Geburtstag, da soll ich unbedingt dran denken. Ich hasse dich, ich hasse dich. Komm, schenk der nächsten U-Bahn dein Gesicht. Ich hasse dich. Ich hätte so gerne einen Busen, so ein prahles, richtig strahles Dekolleté. Einen kleinen Busen könnte ich nicht verknusen. Ich will alles, ich will Doppel-D. Mit so einem Busen sprengst du jedes Raster. Hast du echte innere Werte, ja dann rollt's. Doch das geht nicht unter Dolly Buster. Du brauchst vor deiner Hütte richtig Holz. Ich hätte so gerne einen Busen, so ein pralles, richtig üppiges Buffet. So dingerknackig wie zwei Pampelmusen, die heißen wie die Quitten, nur mit Tee. Mit Busen hätte ich nie mehr Ärger. Nein, ich wär Frau Schöneberger. Mit Orchester hinter mir. Und dann stimmt's.